warten nu? Machst jetzt schon Vollhänger? Hey, zieh dir mal die Sumpfgurken rein. Ist ja das volle Opfermeeting. Ich wollte einen Großwurst für den Napoleon haben, aber was du mir gegeben hast, ist ein Haut drauf, John. Und da fehlt noch eine Ecke. Ich hab noch einen Großfuß. Will den einer haben? Ich will. Hallöle, Caroline. Was ist denn das für ein Spielchen? Ach, wir tauschen unsere Megamänner. Du kannst mitmachen. Eure wer? Hey, Leute, hier sind zwei Enten, die haben noch nie was von Megaman gehört. Was seid ihr für Luschen? Ihr seid ja völlig hocke in der Rübe. Juhu, kommt her, meine lieben Verrückten. Ich meine, kommt her, meine lieben Kunden. Die neuen Megamänner sind hier. Mal diese Lappen rein, gib ihnen irgendwas zusammen und die drehen ab wie Nervgehör. Ich hatte meine steife Sockensammlung, die war total schön. Skateboarden ist immer noch die Übersahne. Ja, Skateboarden ist sowas von best. Kollege, wir müssen dringlich abchecken, was diese Megamänner sind. Komm, Alter, wir gehen den Chef uns hier anzufragen. Tut mir leid, Freunde, die sind alle ausverkauft. Ich kann leider nichts für euch tun. Soll ich dir mal was stecken, Rotmantel? Die Megamänner interessieren uns nicht die Bohne. Das sehe ich doch sofort. Sammeln ist nichts für euch. Coole Typen wie ihr verschwenden ihre Zeit nicht mit so einem Quatsch. Wer will schon wie ein Idiot dastehen, weil alle was haben, was er nicht hat, nicht wahr? Aber sie sehen so schön aus. Und eigentlich möchte sie jeder besitzen. Denn es ist so aufregend, wenn man einen findet, den man lange gesucht hat. Aber ihr habt herausgefunden, worum es wirklich geht. Es ist nur eine große Abzocke, um den Kindern das Geld aus der Tasche... Moment, Sex, wir haben eine Mission. Wir müssen den anderen von dieser Abzocke erzählen. Oh ja, mega coole Idee. Wir haben nur ein kleines Problemo. Wir brauchen Beweismaterial. Wohl wahr, und ich sag noch, sag ich. Euer Sinn für Moral und Gerechtigkeit ist bewundernswert. Ich werde euch hiermit unterstützen. Ein Geschenk für gerade mal 300 Pfund. Sie gehört das alles euch. Sie können einen auf uns lassen. Wir machen dem ein Ende. Bravo, Jungs. Ihr seid ein Vorbild für alle aufrechten Bürger. Hör mit den Megamännern. Ich will den Grünen. Oh Mann, voll der Hauptgewinn. Das ist der Megamann Nummer 1. Voll selten das Teil. Bin ich ein Pilz im Glück? Den hab ich auch. Doppeltes Champignon-Glück. Lucky Luck. Was denn jetzt? Was Alter, hast du gezogen? Ich böses, übelste Optik. Ich hab noch so einen. Ey, Keule, weißt du, was das bedeutet? Wir haben schon eine volle Palette vom ersten Megamann. Ja, aber der klitzekleine Haken ist, wir brauchen 101 verschiedene Figuren für eine komplette Megasammlung. Dann würde ich sagen, das muntere Männer aus dem Sack kann weitergehen. Alter Lachs, das ist doch nicht zu blasen. Die sind ja alle Uni, die können wir uns sonst wohin schieben. Ihr braucht also noch mehr Beweismaterial für euren Aufklärungsfeldzug, aber wir sind völlig ausverkauft. Da es einem guten Zweck dient, gebe ich euch die Speziallieferung, die heute Morgen reingekommen ist. Aber ihr dürft keinem was sagen. Ich mache euch einen Spezialpreis. Nur 125 Penunzen. Ja, das Zahn! Jetzt haben wir lauter verschiedene. Ja. Hey, sieht so aus, als hättet ihr eine super tolle Sammlung. Ja, stimmt, wenn man einmal damit anfängt, hört man nie wieder auf. Die dürfen aber nie auf den Boden fallen. Was willst du uns damit verklickern? Seht her, ich zeig's euch. Tut mir leid, ich kann euch nicht die ganze Sammlung verkaufen, dann könnte ich den Laden dicht machen. Und außerdem habt ihr ja kein Kleingeld mehr. Wir sind voll auf Extremsammling. Hast du das endlich gerafft? Also gut, weil ihr es seid und nur weil ihr es seid, werde ich euch einen Gefallen tun und euch ein paar Kollegen vorstellen. Ist noch weit bis nach Amerika. Immer mit der Ruhe. Wir sind da. Das sind die Megamänner, die echten. Also das ist das Geheimrezept der Megamänner. Die verlümmeln einfach echte Lilliputs durch den Fotoableuchter. Und dann gibt's einen soften Bums auf den Zipfel. Hey Leute, darf ich euch Slacks und Geekstar vorstellen? Sie werden euch bei der Arbeit helfen, wenn sie dafür ein paar Beweismittel kriegen. Sie sind herzlich willkommen. Perfektes Timing. Immer kräftig rauf auf die Omme. Hammern wir eine Kuelle ab in die Stelle. Hey, mach mal Lucky. Ein Klump Megamänner, ich wär noch mal blöde. Ich will sie anrubbeln, sie fühlen sich so schön an. Und nicht so schnell mit die jungen Pferde, erst müsst ihr dafür arbeiten. Na schön, aber nichts Unanständiges. Ist nicht schwierig, ihr werdet den Hammerzwerg ersetzen. Endlich habe ich auch mal Pause. Daraus wird leider nichts, ab in den Fotokopierer, du bist dran.
immer bin ich die Vollbrumse, gell? Also Jungs, und schön im Rhythmus bleiben. Und eins und zwei, Beeilung, wir müssen 200.000 Stück schaffen. So, wir gehen einbrechen. Alles im lindgrünen Bereich, wir sind fertig. Da steht euer Lohn, Jungs. Kugel voll die Absahne! Ist ja wieder alles Uni. Den Plunder kannst du dir voll vors Knie zocken. So sind die Regeln des Geschäfts. Nehmt, was ihr kriegen könnt und macht das Beste daraus. Für euch buckeln wir nie wieder, klaro? Ist auch absolut nicht nötig, denn wir haben jetzt eine Maschine, die das alles für uns vollautomatisch macht. Und ihr seid gefeuert. Kommt mal wieder in meinen Laden. Ich gebe euch was zum Sammeln. Nein, ich glaube, wir werden unsere Sammlung jetzt vervollkommnen. Ja, oder unsere Beweismittel, du fette Abzockerdrüse. Grünau, wir machen das sozusagen in dem Gesetz seinen Namen. Na bitte, geht doch. Das Set ist komplett. Und es sind die originalsten Originale, die man finden kann. Tolle Latte. Schieb rüber, ich übernehme mal die Anhebe. Du hast doch eine weiche Leiste, da kommt das nicht gut. Sei froh, dass er nicht hart ist. Zieh dich doch nicht so, ich will auch mal halten. Jetzt hast du's verbockt, sie sind runtergepurzelt. Ist ja voll der Kuppenknoten, aber besser als beim Knuppenkoten. Hey Leute, da liegt eine vollständige Sammlung von Megamännern auf der Straße. Jetzt zufrieden, der Herr. Ach was, lass mich doch in Ruhe. Und außerdem ist Sammeln doch der volle Ätzkäse. Ätzkäse. Genau wie deine Kaugummisammlung, Mann. Die ist auch ein echter Kuppenfeger. Ich werd dir gleich. Dafür hast du eine steife Sockensammlung. Heul doch.